Ubisoft hat gestern Abend so etwas in der Art wie eine neue Roadmap für das 20-jährige Jubiläum von Ghost Recon veröffentlicht. Seltsamerweise haben sie das allerdings nicht über die offizielle Ghost Recon-Website getan, sondern nur über Twitter und über einen Banner im Spiel. Und auch jetzt, circa 15 Stunden nach der Veröffentlichung des Twitter-Posts, gibt es immer noch keinen Artikel auf der Ghost Recon-Website. Warum das so ist, das weiß nur die Ubisoftige Göttlichkeit, aber uns kann's auch egal sein, wir gehen einfach mal die Grafik der Reihe nach durch. Hier haben wir als erstes in der linken Spalte Community-Feierlichkeiten. Da wird als erstes ein Community-Wettbewerb genannt, beziehungsweise auf Englisch werden Community-Wettbewerbe, also Community-Contests, genannt. Da haben wir ja aktuell zum Beispiel den Fotocontest, der noch bis morgen läuft. Und da wird es bis zum 20-jährigen Jubiläum im November wohl auch noch andere Wettbewerbe geben. Dann werden Gratis-Geschenke genannt. Also vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, aber bei mir sind Geschenke immer gratis. Ja gut, was das sein wird, da können wir nur spekulieren. Vielleicht Twitch-Drops, vielleicht irgendwelche Codes für irgendwelche Cosmetics oder irgend sowas in der Art, würde ich vermuten. Dann steht hier eine Ghost Recon Jubiläumsvorführung. Ich habe keine Ahnung, was sie damit vorhaben. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas wird wie ein Videozusammenschnitt aller bisher erschienenen Ghost Recon Teile in der Reihenfolge des Erscheinens. Dann wird als nächstes ein Operation Motherland Stream genannt, aber meiner Meinung nach ist das eigentlich gar nicht wirklich erwähnenswert. Denn Operation Motherland wird ja das nächste große Title Update, also Title Update 4.1.0. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es zu jedem größeren Title Update einen entsprechenden Stream von Ubisoft. Aber gut, steht hier, können wir so drauf festnageln, falls es doch nicht wollen. Und in der letzten Kachel in der linken Spalte steht noch verheißungsvoll und mehr, also können wir auch noch durchaus mehr erwarten als das, was wir hier sehen. Dann haben wir in der zweiten Spalte in der Mitte nochmal einen Hinweis auf die Tomb Raider Relics of the Ancients Schatzsuche, die ja auch schon in der alten Roadmap zwischen der Teammate Experience und Operation Motherland angesiedelt war. Und ganz rechts haben wir nochmal ein schönes großes Bild von Karen Bowman, diesmal mit dem Titel Operation Motherland ausgeschrieben, denn in der alten Roadmap war das Motherland ja noch zensiert, man konnte es aber mittels Bildbearbeitungssoftware, wenn man ein bisschen mit dem Kontrast und der Belichtung rumgespielt hat, doch sichtbar machen. Was ich persönlich von dieser Roadmap halten soll, weiß ich nicht so genau, denn im Grunde war das alles bis auf diese Community-Feierlichkeiten schon alles bekannt. Und die Community-Feierlichkeiten, die sehen zumindest so nach dem, wie es hier aussieht, so die Dinge, die hier aufgelistet sind, da ist nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, jawohl, geil. Das ist alles so irgendwie so, das plätschert so dahin. Aber gut, wir werden sehen, was das und mehr noch bedeutet. Es könnte natürlich auch sein, dass Ubisoft hinter dem und mehr noch einen richtigen Hammer versteckt. Das weiß man natürlich vorher nicht. Was hältst du denn von dieser Roadmap? Schreib's mir gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.